Wie, hat jemand die Waffe gezogen gerade? Nee, das ist der dritte Buff. Welche Buff fehlt denn? Der Pilzbuff fehlt. 2. Jetzt hat. Magieschadensbonus. Hier oben war ich am Anfang direkt. Da bin ich runtergesprungen. Verwenden. Wenn ich ihn gleite, hätte, könnte ich drunter springen. Aber ich will ja nach oben mehr. Bin wieder unten. Das Metall? Nee, oder? Ich gehe in die Richtung, denn in die Richtung, sagt man, Headset mit Low Battery, ist die Quest, die ich da habe. 139 Meter Dingsbums halt, den befreien. Hier raus. Ist doch nicht weit. Ob ich jetzt alles da jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Ich sehe da Wölfe draußen. Zu weit weg, glaube ich. Oh, ich habe richtig geblockt, dann ist er anscheinend. Und er? Kein Bock, oder was? So, ich muss immer looten. E und F. Ich will jetzt noch ein Level up. Der ist Level 3. Ich bin 1. Ist das frech? Komme ich da runter, dann zu sterben? Stand dort unten. Oh, das ist richtig schön erklärt. Ja... Aber meine Todeszahl ist ja schon 2 und weil ich runtergesprungen bin, wie so ein Depp. Krypta. Okay. 26 Meter. Ja, die Krypta wird hier der Eingang sein. Da ja. Noch ein neuer Ort hinzugefügt. Schmiedebauer, Schrein der Flammen. Sammeln. Funken habe ich hier. Also der Typ ist jetzt 9 Meter weg. Standort unten. Ja. Muss immer wieder muten zum Husten. Das ist richtig unangenehm. Fragen, ob ich nicht von da gekommen bin, nee. Ah, verbraucht doch Ausdauer. Okay, okay, muss ich immer behalten, Ausdauer. Stofffetzen, Metallschrott haben die. Und das ist gut. Aber geil mit Magie. Ich kämpfe normal niemand mehr. Ist das in der Mitte ein Gegner? Einer. Das ist viel geiler so. Das ist viel mal geiler mit dem, mit dem Zauberstab. Zauberstab ist ja viel mal geiler. Da ist der Überlebende. So eine Kyrokammer oder was? Hi. Aufwecken. Der Zephreikisch oder Beschwörungsstab Oswald, Stab Oswald der Schmied. Hellbrustpanzer, okay. Aber.
Ja, ganz, ganz viele Metallsachen. Aber ich habe doch einen befreit jetzt. Wo ist der? Best aktualisiert. Neue Geschichte. Ist vollbracht. Seelenkessel ist empfindlich und fragil. Voller Potenzial und Hoffnung. Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funk in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Also ich habe ihn jetzt geweckt. Ja, aber ich habe ihn ja nicht wirklich geweckt. Er ist ja nicht da. Ich sehe ihn ja nicht. Beschwöre den Überlebenden. Warte, ich hab da irgendwas. Finde den schlafenden Überlebenden. Beschwöre den Überlebenden. Beschwöre den Überlebenden. Schmied. Öffnen. Achso, ich habe dadurch einfach nur das hier freigeschaltet. Ein Arbeitsplatz, der dem Schmied neue Herstellungsoptionen gewährt. Ja, okay. Ich verstehe, glaube ich. Der taucht dann erst auf, wenn ich das gebaut habe. Anscheinend. Fellrüstung. Geschirr, Schmiede, Kohleofen und Nägel. Kohleofen, Metallplatten, Kohle. Wie komme ich denn an Miasmaholz? Ich brauche Miasmaholz. Den Greifen kann ich aber bauen. Miasmaholz brauche ich. Ich habe dadurch jetzt das freigeschaltet. Beschwöre, finde den schlafenden Beschwöre. Ist halt immer noch da. Für den Schlafen. Ziel. Du hast einen Überleben gefunden. Bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Plündere das versteckte Grab. Du hast einen Überlebenden gefunden. Bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Der Schmied Oswald Und das fertigt und für Rüstung. Ja, okay, aber... Beschwör ihn, Beschwörungsgegenstand. Beschwört gerettete Überlebende in deiner Basis um einen Flammenaltar. Wähle einen Überlebenden, wenn er dieser Gegenstand verwendet wird. Herstellen. Also jetzt muss ich nach Hause? Und ihn beschwören, oder was? Aber nicht hier. Okay, nach Hause meine Basis. Schrein der Flammen ist hier. Ich kann mich jetzt zurückporten, oder? Nach Hause. Wo ist denn überhaupt mein Ding? Hier, ne? Zu Hause, Stufe 1, hier, da. Schnellreise. Der Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfache Zweigen herstellen. Hab ich schon. Beschwörungsstab bereit machen. Jo. Ah, ich kann ihn einfach hinstellen, oder was? Ach so. Ich stelle einfach einen Menschen dahin. Gut. Hey. Hi. Sprechen und herstellen. Oswald Anders, der Schmied. Schutz, Komfort Stufe 7. Herstellung der ersten Ausrüstung. Geht mir im Hals gar nicht, Alter. Hast du lang genug gebraucht? Also er möchte, dass ich ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herstelle. Wäre ein guter Anfang. Steht einfach ein NPC hier. Kohleofen. Nägel. Kapuze. Hab ich doch schon hier. Stein und Kohle brauche ich. Kohleofen halt zuerst. Herstellen. Ist nicht so einfach. Wo sind auch die Nebenwirkungen der Spritzen hier?
Ich kann nicht. Ne, ich will nicht noch so einen herstellen. Stopp. Jetzt habe ich den Typ in der Leiste. Weiß der hier irgendwie? Ja, aber war ein nettes Abenteuer gerade. Oh, ist klein, gemütlich. Kann ich es drehen? Irgendwie? Ist da kein Loch? Wie es da vorne auch steht? Doch, hier. Da, oder? Nee, das ist hier. Hä? Wie dumm. Das hat man gar nicht gesehen. Nee, ich will es doch drehen. Warte. Jetzt sehe ich das Loch ja auch. Aber ich will das Loch so, kann mich nicht. Kann ich das nicht so drehen? Selbstständig R und drehen. Ja, so, warte. Kann hier nicht gebaut werden. Wieso nicht? Ich habe das so. Achso, mal. Das so in die Ecke nicht rein, oder was? So aber, oder? Mit in den Raum geht's? Ja, okay. Gut, dann haben wir das halt so. Herstellen. Platziere Gegenstände aus deinem Inventar, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Ja, also aus dem Inventar, okay. Hier kannst du Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind. Oder das Inventar der Produktionsstätte voll ist. Hier kannst du zwischen Rezepten wechseln, die du für diese Produktionsstätte freigeschaltet hast. Kohle, Rezepte durchsuchen. Kohle, ich habe nur Kohle. Holz und Erde. Habe nichts dabei. Doch, habe ich Holzscheite dabei. Holzscheite. Zack. Und bisschen Erde. Ich habe Erde hier noch. Mehr drin da in der Kiste, oder nicht? Ich habe doch vorhin viel Erde geholt. Aus Versehen. Dann mit Miasma. Metallschrott. Was sind die Erde, die ich geholt habe? Bin auch so ein Depp, ich schaue immer meinen eigenen Inventar, schaue in die Kiste zu schauen, ne? Hier Erde. Erstellen. Erde. Okay, jetzt macht er einfach. Aber es ist so verwirrend, dass ich den Typen hier halt habe. Die ganze Zeit. Ich tu den mal weg aus der Leiste, ist ja verwirrend, der Typ. Gegrilltes Fleisch? Ja, lecker. Funken legendär. Ach, kann ich es aufwerten, oder was ist das Ding? Oder warum ist es hier so? Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche den Hochweid nach mehr schlafenden Überlebenden. Aufwerten. Eine ganze Miasma-Seele. Und hier brauche ich einmal Harz und Tierfell. Knochen noch. Stärke die Flamme. Altar-Aktivierungs-Miasma-basierte Stufe. Von 5 auf 6 Minuten Charakter-Attributs-Boni. Das könnte ich machen. Harz kriege ich vom Baum, Knochen von den Tieren. Tierfell auch von den Tieren. Bevor wir dann die nächste Quest gehen. Was sagst du zu dem Game hier, wo du... Qualster besser als Palworld? Ich finde, dass man das nicht vergleichen kann irgendwie. Ist was ganz anderes. Äste 2 von 6. Äste 7. Die halt nicht so richtig. Besser als Pokémon bis jetzt nicht so gut wie Valheim. Okay. Ja, ich glaube auch, du kannst die Spiele nicht vergleichen. An sich. Sag ich mal. So ein anderes Spiel, fertig.
Weil du mal Pokémon sagst, das ist da eher so mehr wie Ark und Dinos, finde ich halt. Gut, aber ist halt jedem das seine, aber ich finde, es ist halt dann schon. In ein paar Worlds sind halt 5, 6 Spiele drin. Wie Siedler, Factorio, Ark und so, bestimmt auch Pokémon irgendwie. Und ja, das ist halt schon ganz anders. Ja, ist richtig. Ich habe dir dann halt quasi die Antwort auf die gleiche Frage gegeben. Alles ablegen. Kann ich nicht stacken hier? Der Typ, ne? Alles nehmen. Hier. Zack. Stapel nachfüllen. Alles nehmen. Zack, Stapel nachfüllen. Aber er tut die Stapel in meinem. Alles ablegen. Stapel ablegen. Jetzt habe ich wieder Blödsinn gemacht, irgendwann sortieren. Also ist nichts für dich zu mitspielen. Ist das nichts für dich zu mitspielen? Ja, aber das ist nicht so toll mit dem Ganzen hier, mit dem Sortieren noch. Passt, es ist halt so ultra minimalistisch gemacht. Du kannst nur so wenig nehmen und so wenig reintun. Zwei rein. So, Umschaltstapel ablegen. Gegenstand, Bestand sortieren. Ah, guck mal. Shift-R. Bestand sortieren. Warte, ich muss erstmal verstehen mit dem Ding. Das ist ja jedem Spiel anders. G. Du weißt doch, ich bin mehr der Singleplayer. Ja, weiß ich nicht, nee. Ich dachte, als wir Small World gespielt haben oder WoW oder was weiß ich noch, ist halt das halt auch so Multiplayer gewesen. Im Endeffekt ist das ja fast Singleplayer. Ich alleine mit Yoda, mit Keksi oder, ja, ist immer, ich bin alleine, kommt einer dazu. Das ist ja dann quasi auch Singleplayer für jeden. Zumindest eine Zeit lang. Okay, und ich dachte, dass du bei den Shoutouts zumindest mitmachst oder so. Dann habe ich das falsch verstanden. Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Dann habe ich grundsätzlich alles falsch verstanden, was ich mit dir geredet habe. Das ist okay. Ja, okay, jetzt peile ich's halt. Also ich kann spielen, was ich will. Du spielst einfach nicht mit, weil du Singleplayer bist. Ja, okay. Und ich dachte immer, ich spiele immer die falschen Spiele, du findest die scheiße und deswegen spielst du nicht mit. Ah, okay, dann brauche ich mir gar keine Mühe geben. Dann ist es eh scheißegal, wie ich zock's eh nicht mit. Ja, Smollett war eine Ausnahme, weil die Dame dabei war. Das ist mir schon klar. Das war eine Ausnahme, weil die Dame dabei war. Ja, okay, dann drauf geschissen. Ich spiele einfach, du spielst eh nicht mit. Von daher. Und ich dachte, du kommst her und baust die Häuser. Gut. Ganzes Weltbild gerade verändert, gerade was dich angeht. Okay. Aber ist okay, passt ja. Okay. Wie sortiere ich das hier? Du hast da gar keinen Puffer oder so. Wieso? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie ich das sortieren soll hier. Stofffetzen. Tierfelle. Glühwürmchen. Metallplatten, Stein. Runen. Miasmasporen. Okay, Tränke sind was anderes. Knochen. Jetzt nochmal Getränk. Das sind roter Pilz, nicht roher Pilz. Habe ich dann falsch gelesen oder was vorher die ganze Zeit? Mach doch mal Licht in deiner Bude. Ich kann das alles doch nicht machen. Ich probiere es ja gerade. Ich muss da die Mats sortieren, damit ich weiß, was ich habe, weißt du? So. Schild ist das? Ausrüstbar? Das ist ein Schild, ist doch ein Stück Stein, oder? Das ist ein Schild? N. Block 2. Parierkraft 10, maximal Haltbarkeit 80. Ich muss sagen. Wie soll ich das sagen? Das Intuitive bei dem Spiel ist genau das Gegenteil wie von Paul Wald. Da habe ich mich mit dem Interface, dem Inventar, dem ganzen Zack einfach so klick, klick, klick gemacht. Hier muss ich also überlegen und schauen. Es ist halt ganz anders. Also das andere war, kam mehr auf einen zu, mehr so Quality of Life und direkt wusste man, was zu tun ist. Hier
muss man erstmal so ein bisschen rätseln. Oder komplizierter, anders, ich weiß nicht. Beim anderen habe ich mich ja einfach wohl gefühlt, bevor ich überhaupt gespielt habe. Ich schätze, dass Keks und Wow suchten ist. WoW ist halt sein Main-Spiel und dann davor und danach, je nachdem wie er Zeit hat, zockt er was anderes. Und heute ist der Mittwoch und Mittwoch ist immer so ein Tag, wo viel WoW ist, denn weißt du ja eh, Reset und so ein Gedönse da. Weißt du? Stapel Shift Umschalt. Alles ablegen tue ich hier Metallschrott, Holz, Harz, Äste. Okay, nochmal kurz. Schutt, Garn. Und ich schaue nochmal wegen dem Ding, rechte Maustaste, ausrüsten. Kann ich auch nicht vergleichen, was ich hatte. Block 2, pariert 10, maximal Haltbarkeit. Charakter. Block 1, Parierkraft, das ist ja scheiße. Jetzt ist nur ein Stein. Du kannst den Stein als Schild ausrüsten, oder wie? Die Maustaste ausrüsten. Aber da steht, es ist ein Schild exklusiv. Das ist halt... Ich will das nicht zu schnell vorurteilen. Das ist halt so ein Game, wo man so selber sich noch ein bisschen was suchen muss und zurechtfinden. Beim anderen hat man einfach gemacht und man wusste zu 100% jederzeit, was zu tun ist. So, was will der, dass ich herstelle? Waffen. Stein, Metall, Schrott, Kohle, Holz. Kohle brennen. Hat er jetzt hier gebrannt, die Kohle, oder was? Habe ich jetzt Kohle hier. Holzsäure plus 1 plus unter Kohlebrennofen. Rezept freigeschaltet. Durchsuchen. Guck mal, hier habe ich Holzsäure. Das Nebenprodukt des Kohlebrennofens hat nützliche Eigenschaften, sowohl für die Medizin als auch für die Alchemie. Aber der hat gesagt, ich soll Waffen herstellen, erst einmal. Aber ich habe das doch schon. Stachelkeule. Ist das das, das er möchte, dass ich herstelle? Nägel und Holz? Ach hier, warte mal, das da. Nägel, Metallschrott. Okay. Ich verstehe. Ich denke, ich hatte Metallschrott. Hier. Herstellen. Kleine Truhe bei Werkbank. Ist die dann größer? Das wäre geil. Gleiter. Holz brauche ich. Holz. Holz, Holz, Holz. Ich weiß gar nicht, wie die Sachen ausschauen. Äste, Stoff, Tierfell, wo ist denn Holz? Das ist leer. Geh Holz hacken. Ich gehe dann Holz hacken. Aber cool, dann weiß ich zumindest Bescheid hier mit dem. Also selbst wenn ich Valheim spielen würde, würdest du auch nicht mitspielen. Dann brauche ich es ja. Also da muss ich ja. Weiß ich nicht, ob ich es dann spielen kann. Ich dachte, das ist ein Spiel für uns gemeinsam. Das wäre unser Game, weißt du? Verstehe. Da. Dann habe ich mir da nur Illusionen gemacht. Da. Aber dann passt das ja. Dann habe ich nie wieder ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, wenn ich sage, ich spiel kein Valheim. Weil wenn ich es nur für dich getan hätte und allein gespielt hätte, wäre es auch doof gewesen. Ja, dann passt es ja. Ein Scheißspiel, Digga. Müll. Müll. Doch keiner Spiel. Na, ja, brauchst nicht. Alles gut. Müll. So ein Ding. So. Okay. Wieso ist das denn nicht markiert immer?
Ausdauer finde ich lustig. Also, ich kann ganz viel Holz fahren. Ich kann sogar das hier. So. Das Holz da hinten, also das Haus da hinten schaut aus, als ob es immer schon dastehen würde, gell? So eine Art Ruine schon. Und so eine Art Ruine. Halt, seit tausenden Jahren steht die Scheiße da. Voll kaputt, oder? Das hier, Voodoo, erinnert mich so ein bisschen an, boah, welche Tab-Kanne, welche Taste das war. Fähigkeit. Ah. Das erinnert mich ein bisschen an, was haben wir da gespielt? Wo du auf mich gekommen bist, wo wir uns kennengelernt haben? Legends Untold? Nee, war das? Achilles Legends Untold? So ein bisschen, aber halt nicht ganz so. Aber das, da ist es schon noch cooler gemacht, weil da die gezeichneten Typen so sind. Legends Untold. Hast du jetzt nochmal die Vollversion gespielt? Ich hatte mir das ja bei dir angeschaut im Discord, dass du gespielt hast. Und ich war damals so begeistert, aber irgendwann, als ich zugeschaut habe, fand ich es komisch. Aber es ist ja vieles, wenn man zuschaut, komisch. Ist das jetzt was anderes? Ja, gell? Ja, es sind drei Reihen. Geil. Das ist ja toll, es sind drei Reihen. Können wir die anderen ja wegmachen hier. Nur ein paar Nägel, aber ja, ja, der will ja, dass ich hier Ding herstelle. Gut, Nägel. Zum Herstellen. Ja, was war das hier? Einhändige Waffe, aber eins rüber ein Schwert. Hab's. Das mit dem eins rüber habe ich vergessen. Du kannst ja hier wechseln, oben. Den Pfeiltasten. Hier. Ich habe auch nicht gepeilt, dass du hier wechseln kannst. Voll vergessen hier, da. Du kannst oft wechseln hier. Schutzspitzhacke, Metallschrott, Miasmaholz. Ich will Miasmaholz kriegen. Ich habe Schmiede noch gar nicht hingestellt, gell? Ich habe nur den Kohleofen, glaube ich, hingestellt. Stein und Metallschrott kriege ich ja hin. Hier. Ganzen komischen Waffen kann ich ja hier auch wegtun. Schwert? Ne, das ist das Neue, ne? Das kann ich hier wegtun. Da habe ich keine Spells für, da muss ich noch Spells lernen. Die Buff-Reihe wäre das, das und Pilz. Pilz brauche ich noch hier. Bären. Das hier. Und ein Pilz. Das ist heilen, heilen, heilen. Und das ist buff, da brauche ich noch die Pilze dahin. Habe ich die dahin? Ach, hier. Da. Die drei Sachen gedrückt, gibt Buffs. Mehr Leben. Mehr Konzentration hier. Es ist ein Leben anscheinend. Bisschen Ausdauer, Regeneration. Und hier gibt's Int. Das Flimmern und Flackern hier. Das habe ich gar nicht gesehen bis jetzt so richtig. Ist das vielleicht wegen DLSS oder so? Kann ich das mal umstellen? Es ist anders jetzt. Jetzt habe ich jetzt keine Frames mehr. Jetzt ist es anders. Ja, das liegt ja dann den Settings hier. Guck mal. Bisschen besser, ne? Auf Max. Alles hoch. Aber so kann ich nicht lang spielen. Das wird mir halt schlecht. Das sind zu wenig Frames und es bricht extrem ein.
Ja, das ist halt total krass mit den Frames. Dann ging es einigermaßen. Ist bisschen besser, schau. Ist halt Vulkan. Ich finde Vulkan immer... Ich finde Vulkan sehr, sehr schwierig. Das letzte, was ich mit Vulkan gezockt habe, ich glaube, Motorfest war es auch Vulkan, aber ich meinte eigentlich das andere. Das Atlas Fallen. Das war ja auch Vulkan und das Vulkan läuft nie so flüssig, läuft immer so mit Delay, so hinterherziehen. Läuft halt so ein bisschen, als so eine Art Delay einfach wäre. Der hat ja Quest für mich auch noch, okay. Aber ich wollte ja noch diesen Ofen herstellen, dieses Ding da, warte. Den hier, die Schmiede. Steine, Metallschrott. Aber woher kriege ich den Metallschrott? Sechs, sieben, acht. Drei Buffs. Und wechseln. Hier sind die Waffen, das Ding. Okay, okay. Ich muss Metallschrott holen. So leckt es halt das Spiel. Geht auf 70 Frames runter. Kann ich irgendwas abbauen, was Metall hat? Nochmal. Aber wie schwer ich level. Wie schwer. Immer noch nicht gelevelt. Hat irgendwas Metall? Was ist das? Oh, hier. Holz, ne, aber doch Gott. Das ist Erde, aber klingt doch nach Metall, oder? Ist alles Holz, glaube ich. Hier muss es doch Miasma-Holz geben, oder? Hier muss es doch Miasma-Holz geben irgendwie. Hier, ist es nicht Miasma-Holz, Miasma? Normales Holz. Aber ich bin doch im Miasma drin. Wieso kriege ich nicht Miasma Holz? Mit dem ersten Holz kann ich mir auch den Gleitern so bauen. So, warte, kann ich ja überall hinporten zu diesen Locations, Flammenkrypta. Zum Tagebuch. Irgendwie tut meine Lunge so. Also, wenn ich atme, pfeift die so komisch. Du musst doch irgendwie im ersten Mal Holz kriegen, Alter. Aber warte, vielleicht ist es hier irgendwo beim Tagebuch. Tutorial. Gleiter, Dietriche, Komfort, Ausruhen, Nahrung, Kletterwand, Moment, Schaden. Gebäude. Landschaftsbau, die Flamme, Miasma. Wiederbeleben, Flammenblut. Ich weiß nicht, ob das jetzt da steht. Das ist halt alles hier halbe Bibel.
Wenn ich Miasma-Holz finde, könnte ich mir den Gleiter bauen plus den Haken. Ich dachte erst, es ist vielleicht auch das hier, aber das ist es auch nicht. Ich habe schon das abgebaut, aber das passiert nichts. Es spawnt einfach irgendwie, das ist normales Holz. Miasma-Flüssigkeit. Das ist nichts. Nein, das hier. Ist auch nichts. Stein. Vielleicht kann ich aus der Flüssigkeit, das, ja, aber Flüssigkeit kann doch kein Holz machen, oder? Das wäre doch fake. Flüssigkeit. Überall mehr ist noch Flüssigkeit. Ja, okay. Das war halt eine Falle, so eine scheiß explodierende Uschi da. Erstmal Sporen. Schild wieder. Mein Ding ist jetzt gespawnt, was ich zuerst gestorben bin. Immer noch mehr erstmal hier. Jetzt nicht mehr. Hier waren wir ja vorhin auch schon. Aber ich musste ins Miasma rein, damit ich noch mehr finde da. Das ist nur Sammeln hier. Das ist alles Flüssigkeit. Ich kann ja nur sammeln und abhacken hier. Vielleicht muss ich doch machen, was der Schmied sagt, von der Questreihe, dann komme ich irgendwann dahin. Das Kämpfen ist eigentlich nicht schlecht. Also mit den, also das Kämpfen ist, glaube ich, nicht schlecht. Kannst auch die Haltung brechen, so wie in Elden Ring. Du kannst halt aus Range kämpfen. Mehrere Möglichkeiten, Melee auch halt mit Bogen und Ding Range und Zauberstab. Vielleicht führt der Schmied mich ja in so eine Höhle, wo ich was abfarmen kann, aber war schon vorhin bei sowas. Dachte er ganz doof in Elixierbrunnen. Okay, ich bin was Neues. Mehrere von denen. Muss aber mal kurz 4 drücken. Ab, jetzt hat. Wir können ja nur mit dem Haken hoch. Ich brauche den Haken. Was ist denn das hier? So, nochmal. Was anderes. Baue ich gleich ab. Nicht so viel Zeit hier kann ich verbringen. Yo! Das ist halt cool hier mit Mili und. Wobei! Ich bin im Loot-Ding gefangen, ey. Ach, der andere ist Boss anscheinend von denen. Ich hab.
Ich habe gedrückt zum Backrollen. Aber ich hatte, glaube ich, keine Ausdauer mehr, oder? Ja, krass. Aber das macht mir mehr Spaß, als hier in einem Haus zu stehen und irgendeine Scheiße zu bauen. Wie ich sowas hasse, man, ein Spiel, wo ich bauen muss und Kacke mache. Ich will lieber Action. So, hier war jetzt geil. Egal, ob ich gestorben bin. Los geht's. Das war jetzt cool, Mann. Ich mag sowas. Ich mag nicht dieses Zuhause stehen und irgendwie rumgimpen da. Da bauen, Werkbank und Dächer und Müll hier, Müll da. Hier in den Krieg rein. Zwar sterben, aber dann wiederkommen. Wenn ich jetzt den Gleiter hätte, kann ich da einfach runter. Das Game schon wieder gestorben. Nee, ist geil. Und nicht den Code, nee, der passt. So, ich heil mich ja gar nicht. Das habe ich verloren. Bandage oder was? Warte, kann ich es herstellen? V? Bandage. Stofffetzen und Garn. Garn kann ich so herstellen mit Pflanzenfasern. Ja, ja, das ist ja in fast allen Spielen so. Bei Paul bald auch, bei Ark auch, überall. Anscheinend hier nicht. Nur irgendwelche wichtigen Ressourcen. Ich habe auch erwartet, dass du alles verlierst. Ich habe jetzt noch kein Spiel gespielt, wo du nicht verlierst. No One Survived verlierst du alles. DayZ verlierst du alles. Aber ist halt auch konfigurierbar, was den Server angeht. Jeroka, der spielt die Spiele entspannt. Da stellt sich alles auf ganz easy. Man verliert nichts, man kriegt viele Ressourcen und Loot und spielt die Spiele entspannt. Der spielt es halt so, dass du halt nie was verlierst. Gar nicht, Dave. Die Antwort ist gar nicht. Die Ansicht hat sich heute verändert. In deiner Fresse ist das Bane. Okay. Der hat mich einmal getroffen, ich war sofort tot. Ach, das ist sogar der Boss. Oh. Ausdauer, keine Ausdauer, Alter. Keine Ausdauer, kann ich blocken, kann ich's machen. Ich dachte, das ist gar nicht der. Ich dachte, das ist irgendein scheiß Gehilfe, Alter. Aber es war der Main-Boss. Weiß denn nicht, ob ich da schon sein soll. Wieso spielst du schon wieder No One Survive mit einer Textur? Ja. Die sind da unten, im Nebel. Die sind verschwunden. Schau, hier ist zum Beispiel eins. Guck mal. Oh, falsche Taste. Soll ich mich geheilt? Mein einziger Heiltank benutzt da. Guck mal. Da, die kann ich da so fangen mit dem. Das ist auch so ein Pokéball. Level 1, oder? Ah, ist die Taste, oder? Hast du das FOV so eingestellt? Sieht aus wie TV-Cam. Ich habe alles auf Max gemacht. Max FOV, Max nach außen. So weit wie möglich weg, damit ich halt viel sehe. Weil bei Paul wird es mich aufregt. Da siehst du kaum was. Also alles auf Max gestellt. So spielt man. Nicht so. Warte. So.
du nicht siehst. Gut, das kann ich jetzt gar nicht machen. So, so, hier, warte, so. Hier, wo ist denn jetzt was? Kommt da jemand? Hallo? Lehe so und dich umschauen, schau. Näher, weiter weg. Zack, zack, zack. Kannst du einstellen. Ja, zum Glück. Bei Elden Ring, wenn du Elden Ring spielst, hast du 90% des Bildes dein Charakter. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Kamera der wahre Endboss ist bei Elden Ring. WoW-Spieler durch, vielleicht, aber ich möchte halt sehen, was passiert. Weil wenn ich dann so spiele und es sind dann 5 Gegner hinter mir und da sind 3 Gegner da links, rechts, dann sehe ich nichts. So sehe ich halt dann alles. Ich glaube, ich bin noch zu klein für das, was ich hier mache, aber ich probiere es trotzdem nochmal. Ja, es ist mehr Jumpscare, weil du nichts siehst, weil du einfach immer gegen die Wand läufst. Was ist das? Ah, das ist meine Ausrüstung. Ich muss mit Ausdauer haushalten hier. Yo! Mach doch, tu doch blocken. Oh, Alter. Diese Hure. Und für was? Für nichts? Ich. Ist voll ungewohnt. Du tust mit Tab unten die Leiste wechseln. Hast du 2 Leisten? Dann hast du da verschiedene Sachen drin. Ich hab meinen Heiltrank vorhin weggegeben, ey, ich Depp. Also vorhin gedrückt einfach. Ah, doch, Mage. Du kannst nur diese Zeit, die da oben abläuft, kannst du in dem Gebiet bleiben. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ich schätze mal tot. Was habe ich gesagt? Ich meinte alt. Was habe ich anders gesagt? Naja, da ist nicht möglich, während du im ersten Mal bist. Trotzdem habe ich irgendwas gefunden hier. Oh, hier geht's runter. Yo! Ja, normal, also, das Ding ist, ich habe gedacht, wenn ich gewisse Spiele spiele, Dave, dass halt der Wudo mal mitmacht oder so. Aber ich hat sich herausgestellt, dass er kompletter Singleplayer ist. Also, ist egal, was ich spiele, er spielt da nicht mit. Dachte, ich finde irgendwann das richtige Spiel. Also neben Valheim in dem Fall jetzt. Und er sagt, hey, das ist cool, ich spiele mit. Weil er meint, er ist halt Singleplayer. Das ist ja okay, ist ja okay. Und ich habe immer gehofft, dass, weil er kann ja viel und gut bauen, hätte so wie Keksi so ein... Er ist ja so ein Baufuzzi und dass wir mal gemeinsam spielen, was mit bauen. Neben Valheim. Weiß nicht, ob ich hier schon... Ich bin gespawnt, bin hier hingegangen. Ich weiß nicht, ob ich hier
an der richtigen Stelle bin. Das Spiel sagt, du was anderes machen, aber ich bin das Main, weißt du, ich mein? Ich bin das Main-Idiot. Geh halt hier hin. Ich glaube, der ist nicht nett. Also ich glaube, wenn der andere... Ich glaube, wenn der andere nicht so nett war, ist der auch nicht so nett. Das ist ein richtiger Boss. Level 1, was ist eh? Der braucht gar kein Heal, nichts. Ich bin Level 1 und ist ein richtiger Boss hier. Das Spiel sagt, ja, geh mal hier gucken, mach mal dies, mach das, stell irgendwas her. Ich spawn und geh zum Boss. Hallo? Kann es nicht mitnehmen. Kein Inventarplatz. Den Metallshop brauche ich. Scheiße, Mann. Wo ist? Ich habe noch eine Minute, ich muss hier raus eigentlich. Geh ich hin, tut die mich jetzt da einziehen? Ist die Quelle unseres Leidens. Zerstörte sie mit dem einer Holzfäller-Axt. Jo, kein Miasma hier. Oh mein Gott, wie krass. Glück gehabt, dass der Boss verbuggt war oder so. Ha? Ich kann Level... Sprint. Geschwindigkeit wird um 10% erhöht. Ausdauerverbrauch um 10% reduziert. Das will ich machen. Und Doppelsprung. Mehr Bewegung. Und dann will ich zu dem Gleiter hier hin irgendwie, dass ich mehr Gleiter habe. Verbrauch. Gleiterverbrauch 30%. Du hast ja alles hier, Bestienmeister, Waldläufer, Assassin, das ist, also es wird noch super geil, Mann. Dein Übertreiber ist veraltet, bitte. Ja, wieso machst du das nicht? Keksi. Jede zwei Wochen oder einmal im Monat. Ich habe so viele Punkte für das bekommen, lol. Fernkampfschaden. Kondition. Boah. Ich habe voll die Punkte bekommen für den Boss hier. Einfach Level 1. Level 1 gehe ich in die Höhle zu einem wilden Boss. Ja, mein Digimon wäre gestorben, ich wäre mit ihm gestorben. Ja, da mein Computer in letzter Zeit immer wieder gecrashed ist, habe ich einfach auch Grafikkarten-Upgrade gemacht. Grafikkarten-Treiber. So, mein Ding, ich bin eigentlich hier wegen Miasma-Holz hauptsächlich. Oh, warte, die macht wieder Schaden an mir, schau. Oh. Da hier, das ist so eine böse Pflanze. Naja, aber die Spiele crashen sonst. Oder es gibt weniger Frames. Also noch weniger. Ist das Lava? Ja?
Das zieht sofort im Miasma-Timer ab. Wow. Doch, der hat die gleichen Grafiktatentreiber wie wir auch. Jetzt kann man sich in Ruhe hier umschauen eigentlich. Indem die Bosse weg sind. Nur das Inventarmanagement ist hier sehr, sehr, sehr schwierig wieder. Ich habe schon vorhin gesagt, Quality of Life und intuitiv ist das schwierig hier gerade. Bei Pilot bin ich sofort, habe ich sofort drin und habe gedrückt und wusste, was wie ist, und es ging.